So, wir kommen zum Thema soziotechnische Aspekte sicherer Kommunikation. Das hört sich nur sehr generisch an. Wir haben aber hier ein ganz spezifisches Problem, das wir betrachten wollen. Und zwar ist es jenes der tatsächlichen Zuordnung von konkreten Personen in der realen Welt zu digitalen Identitäten. Das heißt, der Authentifizierung nicht nur eines Schlüssels, eines Kommunikationspartners, sondern über das technische System hinaus ins soziale System hinein die Zuordnung zu einem Unternehmen oder zu einer Person. Das ist etwas, was sich tatsächlich nicht mehr technisch lösen lässt. Die technischen Grundlagen haben wir bereits besprochen, wie Authentizitätsprüfung funktionieren kann. Das beruht aber immer darauf, dass das technische System tatsächlich jenes ist, das es vorgibt zu sein. Was dort noch fehlt, ist die Sicherstellung, dass die Person, die vorgibt, den Schlüssel zu besitzen, auch tatsächlich jene ist, die im Schlüssel eingetragen ist. Wie gesagt, das kann man immer technisch lösen, deswegen ist das ein soziotechnisches Problem. Es wird also versucht, eine Infrastruktur, eine soziotechnische Infrastruktur herzustellen, die es eben erlaubt, solche Zuordnungen vorzunehmen. Wo sehen wir das? Das benutzen wir eigentlich täglich, wenn wir HTTPS nutzen, also SSL-verschlüsseltes HTTP, sichere Kommunikation im Internet. Dort geht es üblicherweise darum, gerade bei Online-Banking oder bei E-Commerce-Websites sicherzustellen, dass ich nicht auf irgendeiner Seite gelandet bin, die von jemand Dritten aufgesetzt wird, um zum Beispiel meine Zugangsdaten abzugreifen, sondern dass ich tatsächlich mit meinem Vertragspartner oder mit einem zukünftigen Vertragspartner kommuniziere. Wir kennen das im Browser mit diesem Schloss-Symbol und wenn man da schon mal zufällig draufgeklickt hat, dann kann man sich da sogenannte Zertifikate anschauen und wie diese Zertifikate bestätigt werden, sieht man auch. Was wir jetzt hier besprechen, ist genau der Hintergrund zu dem. Es gibt zwar grundlegende unterschiedliche Ansätze, wie man denn solche Authentizitätsprüfungen realisieren kann. Das ist einmal wiederum ein hierarchisch organisierter Prozess, eine hierarchisch organisierte Infrastruktur, sogenannte Public Key Infrastructures, oder dezentral organisierte Web of Trusts, die eben wiederum keine zentralen Instanzen hat, sondern über Vertrauensketten funktionieren. Wir werden uns beide kurz anschauen. Im HTTPS oder generell in SSL-Verschlüsselung haben wir es immer mit sogenannten zentralisierten Public Key Infrastructures zu tun. Deswegen gehen wir hier auch mal den Fokus drauf. Was ist die grundsätzliche Idee? Ich habe eine sogenannte PKI, also eine Public Key Infrastructure, und in dieser Public Key Infrastructure werden sogenannte digitale Zertifikate ausgestellt. Was steckt da dahinter? Wir erinnern uns an die asymmetrische Kryptographie. Was brauchen wir von einem Vertragspartner? Wir brauchen dessen Identität, dessen öffentlichen Schlüssel, dass wir mit ihm kommunizieren können. Wenn der einfach irgendwo online steht, müssen wir ihm vertrauen, dass der schon stimmen wird. Das wollen wir nicht, deswegen wollen wir, dass dieser Schlüssel, den wir abrufen können, bestätigt ist von Dritten, von vertrauenswürdigen Parteien. Und das passiert mit sogenannten digitalen Zertifikaten, wo dieser Schlüssel eingetragen ist. Und dieses Zertifikat wird wiederum kryptografisch von einer vertrauenswürdigen Instanz bestätigt. Digital signiert, wie digitale Signaturen funktionieren, haben wir ebenfalls schon diskutiert. Und wenn es also, und das ist die Voraussetzung, so etwas wie eine zentrale Instanz gibt, der alle vertrauen, dann ist es möglich, hier auch die Identitätsprüfung vorzunehmen. Wie schaut sowas aus? Wir haben also irgendwo einen Online-Shop, mit dem wir kommunizieren wollen, also dieses Teil hier. Wir haben einen Client, der hier mit diesem Online-Shop kommunizieren will. Was braucht der? Der braucht das Zertifikat dieses Shops, sodass er zertifizieren kann, sodass er feststellen kann, ob der Shop wirklich der ist, der er vorgibt zu sein. Grundsätzlich wäre es jetzt auch möglich,
dass man das in die andere Richtung treibt, dass der Shop also feststellt, wer der Client ist. Sodass der Client, so das kennen wir von der Bürgerkartenumgebung, sodass der Client feststellen kann, dass er selber feststellen kann, wer denn mit ihm kommuniziert. So, wie läuft es jetzt ab oder was sind die Player da drinnen? Wir haben sowas wie eine sogenannte, und was jetzt hier vielleicht das noch dazu erwähnt, was jetzt hier abgebildet ist, das ist der zweite Fall. Das ist der Fall, wo der Client, also wieder diese Person hier, mit einem Shop kommunizieren will und der Shop feststellen will, ob diese Person tatsächlich jene ist, die sie vorgibt zu sein. Was brauchen wir? Wir brauchen dazu eine sogenannte Certification Authority, also jemand, der ein Zertifikat ausstellen kann. Damit dieses Zertifikat valide ist, also sicher einer konkreten Person zugeordnet werden kann, brauchen wir eine sogenannte Registration Authority. Diese Rollen können zusammenfallen, aber grundsätzlich konzeptuell sind sie unterschiedlich. Also jemand, der tatsächlich eine Identitätsprüfung vornimmt. Das kann wirklich physisch passieren, das kann auf dem Postweg passieren, wie auch immer, muss an einer bestimmten Stelle festgestellt werden, diese Person besitzt tatsächlich dieses Zertifikat, beziehungsweise das Zertifikat, wo dieser Name eingetragen ist, gehört tatsächlich der Person, die da dazugehört. Und diese Registration Authority sagt der Certification Authority Bescheid, dass das grundsätzlich so in Ordnung geht. Dass die Identität also stimmt und die kann das wiederum in ihren Daten, in ihrer Datenbank eintragen. Also erster Schritt, ein Zertifikat wird ausgestellt, das ist dann noch nicht identitätsbestätigt. Zweiter Schritt, die Identitätsprüfung mit diesen Zertifikatsinformationen und Ausweisinformationen. Dritter Schritt, diese Information wird von der Registration Authority an die Certification Authority weitergegeben, die Identitätsprüfungsbestätigung, sodass diese Certification Authority dann wiederum zertifizieren kann und diese Zertifikate einer weiteren Stelle übergibt. Das ist die sogenannte Verification Authority. Das kann wiederum von der Rolle her oder vom konkreten Akteur her zusammenfallen. In der Rolle her ist es was Unterschiedliches. Die Verification Authority prüft jetzt Zertifikate. Das heißt, unser Prozess geht so weiter, dass jetzt, also das passiert quasi in einem ersten Schritt einmalig. Und dann jedes Mal, wenn dieser Client mit dem Shop kommunizieren will, dann werden die Daten, die er übermittelt, mit diesem Zertifikat unterzeichnet. Also wir kennen das von einer Bürgerkarte oder von einer digitalen Amtssignatur zum Beispiel. Da wird also kryptografisch bestätigt, dass die Daten, die übermittelt sind, tatsächlich von dieser Person sind. Der Shop vertraut dem jetzt nicht einfach, sondern schickt das Zertifikat, das mitkommt, an die Verification Authority, die prüft, ob sie einen Datensatz hat, wo diese Identität bestätigt ist und bestätigt dann, dass diese Information, also dass dieses Zertifikat tatsächlich der Person gehört. Das Ganze funktioniert umgekehrt genauso. Da haben wir eben bei SSL genau diesen Anwendungsfall. Der Shop geht zu einer Certification Authority, besorgt sich ein Zertifikat, bestätigt seine Identität bei einer Registration Authority. Wenn sich dann ein Client mit dem Shop verbindet, lädt er im Verbindungsaufbau dessen Zertifikat herunter und fragt bei einer Verification Authority nach, ob das Zertifikat gültig ist. Das ist also der Prozess. Nochmal wiederholt. Also die ersten drei Schritte, die wir hier haben, passieren einmalig und dann bei jedem Verbindungsaufbau wird die Information signiert, das Zertifikat wird an die Verification Authority gesendet, die bestätigt die Identität und dann kann man quasi zum Beispiel eingeloggt weiterarbeiten. Wie jetzt diese Zertifikatslogik funktioniert, das schauen wir uns im nächsten Schritt an.